Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Wascha Fishing 4, meine Freunde. Ja, wir sind heute hier am Moskitosee und ich wollte mal die Grundtechniken zeigen für Spinfishing, also Spinning-Techniken. Und ja, es gibt ja einiges und wir fangen einfach mal ganz einfach an mit der Jig-Montage. Die kann man natürlich nur durchführen mit, ich sag mal, Jig-Köpfen, ist ja klar, ne? Aber ansonsten auch nur mit Blinkern, also mit schwereren Blinkern. Mit Spinnern geht das zum Beispiel nicht. Also Blinker und natürlich Jigköpfe. Ne? Hier haben wir jetzt mal den Hypnotic drauf, 20 Gramm. Die Route ist zwar ab 25 Gramm, ist trotzdem kein Problem. Man wirft einfach aus. Dieses Video soll eher für Anfänger gedacht sein, aber vielleicht ist die ein oder andere Technik auch dabei. Und man weiß nicht, wie es geht. Also wir fangen jetzt einfach mal an mit ganz normalen Jig. Ich habe jetzt eine 30er Geschwindigkeit. Eine Kurbelumdrehung. Eine Kurbelumdrehung. Ein, zwei Sekunden warten. Eine Kurbelumdrehung. Und jetzt kommt unten links die Jigführung. Ein, zwei Sekunden warten. Zack. Ja, ganz einfach. Oh, haben wir sogar einen Biss. Natürlich ist das immer abhängig von euren Rollen. Welche Größe die Rolle hat, da müsst ihr die Geschwindigkeit eben variieren. Ich habe jetzt wie gesagt eine 30er Einholgeschwindigkeit. Wir können auch mal einfach auf 50 stellen. Mal gucken, ob es dann auch geht. Es gibt 10.000 Wege, wie man einen Köder zur Jigführung machen kann. Wir machen jetzt einfach mal eine schnelle Umdrehung. Eine 50er. Mal gucken, ob es dann auch macht. Ja, auf jeden Fall. Normalerweise ist ja bei Jigführung so, wir heben den Köder kurz an. Dann soll er ein, zwei Sekunden auf dem Boden liegen und dann wird er wieder angehoben. Natürlich, wenn man jetzt auf 50 einkurbelt, ist er natürlich wahrscheinlich länger unterwegs. Also dementsprechend muss man auch ein bisschen länger warten, bis man wieder eine Kurbelumdrehung macht, als wenn man natürlich langsam einkurbelt. Ist ja klar, wenn man langsam den nur anhebt, fällt er auch viel schneller wieder hin. Und wenn er dann zu lange liegen bleibt, dann ist die Jigführung wieder für den Arsch auf jeden Fall. Ja. Also ihr seht, das geht auch mit einer schnellen Umdrehung. Ja, mehr muss man zu dieser Jigführung auch nicht sagen. So, ich habe mal eine andere Route am Start und jetzt kommen wir zum Twitchen. Twitchen kann man eigentlich nur mit Wobbler. Ja, Twitchen geht nur mit Wobbler. Damit macht man quasi einen Rechtsklick auf der Maus. Und wenn ihr das mit einem Blinker oder so macht, dann wird nur die Route angehoben. Ihr seht schon hier, haut er die schon direkt nach rechts. Ja, und quasi, wenn ihr jetzt einen Spinner oder einen Blinker dran hättet, dann würdet ihr die Route nach oben machen, also könntet ihr gar nicht machen. Ich habe jetzt hier auch eine Einholgeschwindigkeit von 30 und gibt auch 10.000 Arten, wie man in eine Twitch-Führung kommen kann. Ihr seht, jetzt war sie gerade auch wieder weg. Ja, ist wieder weg. Also man muss da schon ganz genau wissen, wann man das macht, ob man schneller schlagen muss, weniger länger warten muss, bevor man die rechte Maus drückt. Einfacher macht ihr es, wenn ihr zweimal twitcht. Also ihr kurbelt ein, twitch, 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 twitch. Ja. Ihr seht, das macht das Ganze doch ziemlich einfacher und wir bleiben eigentlich konstant fast in der Jigführung. Ja. Wie gesagt, das ist hat man irgendwann einfach raus. Und man kann natürlich auch noch die Variante machen, auf 50 Speed stellen und dann macht man gar nichts die Route nach rechts, sondern man macht jetzt stramm, man kurbelt einmal und macht quasi mit Shift, ja, also gleichzeitig, ach da ist ein Fisch dran, alter Schwede, also quasi gleichzeitig eine Kurbelumdrehung mit der linken Maus plus Shift gedrückt halten, ja, machen wir das Ganze nochmal. Rein und dann einfach zack, zack. Ja. Reicht auch oft schon eine halbe Kurbelumdrehung, kein Problem. Bleibt man eigentlich auch durchgehend in der Twitch-Führung. Kommt immer aufs Wetter an, auf die Fischart,
ob die jetzt dieses schnelle Twitchen mögen. Also dieses Hardcore, ich sag mal, an der Festung kriegt man so gut Hechte überlistet zum Beispiel auch. Ja, hier ist jetzt zum Beispiel auch der Funky Minnow drauf, auch ein Top-Köder für Hecht. An der Festung immer zu probieren. Jetzt nicht unbedingt diese Farbe, sondern der Lila, ne? Ja, aber das war jetzt quasi die Twitch-Führung. Also einfacher macht es euch, wenn ihr immer zweimal twitcht, ne? Und je nach Rolle wieder müsst ihr einstellen, langsamer oder schneller, bis ihr eben ins Twitchen kommt. Funktionieren tut es auf jeden Fall. Hier haben wir jetzt Power 7 von 10. Funktioniert gut. Ich kann mal gucken. Extra hart. Wartet mal. Wir gucken. Ich guck mal eben was nach. Ich merke mich jetzt gleich sofort. Warte mal hier. Hier 2 von 10. Passt mal auf. 2 von 10. Ich glaube, mit dieser Power-Aktion geht die Geschichte nämlich nicht. Komm, ist das scheißegal, ob wir hier dran tun. Ab 7 Gramm können wir werfen. Jetzt gucken wir mal. Wir nehmen nochmal ein Funky. Wir haben ja dieselbe Rolle jetzt drauf. Wir machen einfach mal wieder auf 30. Und normalerweise, jetzt gucken wir mal, dürfte der nicht ins Gieren kommen. Ja, ist einfach. Ja. Funktioniert nicht, seht ihr? Könnt ihr machen, was ihr wollt. Funktioniert nicht. Also, ich glaube, so ab Power 6 von 10 seid ihr gut beraten. Na, die hier ist zum Beispiel prädestiniert dafür. Na, die Power 7 von 10. Damit geht's. Mit der hier, mit der 2 von 10 Power, funktioniert auf jeden Fall nicht. Na, so ist es eben. Das mal so als kleiner Tipp. So, jetzt kommen wir zum schnellen Einkurbeln. Schnelles Einkurbeln könnt ihr mit Spinner, mit Wobbler, mit Topwater, mit Jerkbaits, mit Wackyworm. Kann man eigentlich mit allen machen. So, ich ziehe mal das Ding mal raus. Ich habe jetzt einfach einen Hypnotic-Blinker drauf. Hier komme ich jetzt gut mit raus. Und dann 1, 2, 3, 4. Shift 1, 2, 3, 4. Schnelles Einkurbeln. Komm, Shift drauf lassen. Wenn Einkurbeln weggeht, 1, 2, 3, 4. Shift. Dann kommt, bis das weggeht, halten. Shift. Schnelles Einkurbeln geht weg. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Einkurbeln kommt wieder. Und wenn es weggeht, loslassen. Wieder 1, 2, 3, 4. Speed. Bis es weggeht. 1, 2, 3, 4. So, diese Geschichte ist zum Beispiel für Belaya ziemlich geil, also wo Strömungen ist. Yama könnte man das machen oder Tunguska, die Seitenarme. Ja, dafür ist eigentlich dieses Speed-Up auf Englisch genannt gedacht, also dieses schnelle Einkurbeln. Das ist ziemlich cool, das zeige ich euch. Ja, ein bisschen anders versetzt später noch aus dem Boot raus im fahrenden Betrieb, aber das war jetzt quasi mal die. Ja, schnelle Einkurbelvariante. Bietet sich an für fließende Gewässer auf jeden Fall. So, nun kommen wir zu der Stop-and-Go-Führung. Ausgesucht habe ich mir jetzt einen etwas schwereren Funky Minnow. 15 Gramm liegen wir genau zwischen dem Wurfgewicht. Stop-and-Go ist eine schwierige Angelegenheit. Eigentlich nicht, aber kommt ihr irgendwo dran am Grund und so weiter, bricht das sofort ab. Also ziemlich, ja, blöd, wenn man Pech hat. Wir zimmern jetzt mal raus. Tendenziell mache ich das jetzt zum Beispiel so: Ich mache erstmal 7 Kurbelumdrehungen, warte dann 2-3 Sekunden und dann ziehe ich immer 5 Mal, warte 2 Sekunden, 5 Mal, 2-3 Sekunden warten. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, super. Jetzt haben wir einen Biss. Alden, ey, Dicken, Alden, ey. Deine Mutter Biss, Junge. Was für Biss, Alter. Kommen mir die scheiß Barsche. So, nochmal das ganze Spiel. Können wir mal ein bisschen schneller kurbeln. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stopp. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seht ihr, Stop and Go bleibt. 1, 2, 3, 4, 5. Auch nicht zu lange warten. Ja. 1, 2, 3, 4, 5.
Ja, so kann man es machen. Schön an tiefen Gewässern. Ja, und ja, die richtige Wobblertiefe auf jeden Fall. Und dann funktioniert das ganz gut. Jetzt muss schon, ja, Stop and Go, genau. Das muss ich selber noch mal eben gucken. Geht nur mit Wobblern. Ja. Und jetzt machen wir mal Führung mit Zwischenstopp. Ja, Führung mit Zwischenstopp. So, das ist dann quasi 1, 2, 3, 4. Warten. Da steht's. Weg. 1, 2, 3, 4. Ja. Da warten, bis es weggeht. 1, 2, 3, 4. So. 1, 2, 3, 4. Ganz einfach. Und jetzt sind wir in der Stop and Go und Führung mit Zwischenstopp. 1, 2, 3, 4. Das gibt es natürlich auch noch. Die Kombination aus beiden. 1, 2, 3, 4. Jetzt machen wir mal 1, 2. Ja, jetzt sind wir schon wieder hier. Ja, man kann dieses Stop and Go auch kombinieren, aber da sind wir noch nicht. Wir waren jetzt hier bei Führung mit Zwischenstopp. Was passiert? Wir ziehen den Wobbler an, der taucht ab, ne, die vier Kurbelumdrehungen, und dann taucht er auf. Und wenn er oben angekommen ist, geht Führung mit Zwischenstopp weg und dann muss man wieder anziehen. Ne? Auch eine interessante Art zu angeln, auf jeden Fall. Ziemlich cool. Und ja, das war Führung mit Zwischenstopp. Geht natürlich auch nur mit auftreibenden Wobblern. So, jetzt kommen wir zu Stop and Go. Inklusive Führung mit Zwischenstopp. Habe ich selten gesehen, dass das einer benutzt, ist aber machbar. Und machen wir auch alles mit dem Wobbler nur. Wir hauen die ganze Kiste mal raus. So, dann ziehen wir fünfmal an, warten etwas länger und dann immer nur viermal kurbeln und warten. Also, 1, 2, 3, 4, 5, warten. 1, 2, 3, 4. Warten, stop and go und warten und, habt ihr gesehen? 1, 2, 3, 4. Stop and go bleibt, warten und Führung mit Zwischenstopp. 1, 2, 3, 4. Ganz einfach eigentlich. Muss man alles nur wissen. Ja, Führung mit Zwischenstopp. Ja, sehr geile Geschichte. Das war jetzt quasi, ja. Führung mit Zwischenstopp und Stop and Go vereint. So, und zu guter Letzt wollte ich euch nochmal den Wecki-Wick zeigen. Ist jetzt keine andere Sache oder keine andere Technik oder so. Ich wollte einfach mal zeigen, wie ich den führe und einmal zeigen, dass man auch quasi schnelles Einkurbeln mit jedem Kunstköder machen kann. Sei es, wenn ihr jetzt einen Jigkopf hättet mit Weichplastikköder. Dasselbe geht auch mit einem Wecki-Wick. Das ist scheißegal. Also man kann den Wecki ja, ich sag mal, ich habe jetzt hier Einholgeschwindigkeit 10. Man könnte jetzt einfach zum Beispiel durchgehend kurbeln und dann immer hier Rute hoch. So, das ist natürlich die gängigste Methode, damit der attraktiv wieder absinkt und hochkommt. So, ich führe den aber meistens so. Ich mache, ziehe einfach ein und gebe kurze Twitchs nach links. Ja, liegt wahrscheinlich daran, weil ich Linkshänder bin. Und man kann jetzt dann auch noch langsamer kurbeln. Kommt auf das Gewässer an, damit er eben länger umher schwirrt unter Wasser. Ja. Also das liegt ganz an euch. Man kann es schneller machen. Kommt auch auf Wetterlagen an. Mögen die jetzt eine schnellere Köderführung oder eine langsame Köderführung? Ja. Meistens bin ich so bei den 8000er Rollen, wenn ich die drauf habe, ist ja übertrieben, so bei 10 Einholgeschwindigkeit. Und jetzt wollte ich euch nur mal kurz noch zeigen, dass man quasi, nehmen einfach mal 20, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, also mit Shift dann 1, 2, 3, 4. Also kann man das mit jedem, das kann man wirklich mit jedem Kunstköder machen, diese schnelle Einkurbeln. Ja, ich hoffe, es hat einigen von euch geholfen, speziell auch Anfänger.
Man muss halt nur wissen, wie viel man kurbeln muss für irgendeine Technik unten angezeigt zu bekommen. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Wenn ihr noch was anderes habt, was ich vergessen habe, immer reinhauen in die Kommentare. Wir sehen uns. Petri, heil, macht's gut und tschüss.